Herr Scholzen, Sie sind hier in der Kubus Kunsthalle in Duisburg und haben einiges mitgebracht, und zwar von der Schwerin Stiftung. Und zwar geht es um einen Künstler, ja, ich sag mal, der in den letzten Jahren etwas bekannter geworden ist, aber eigentlich noch nicht die Bekanntheit besitzt, die er eigentlich verdienen würde. Vielleicht erzählen Sie uns mal, um wen geht es denn da? Tja, es ist Folgendes. Ich beschäftige mich seit den 80er Jahren mit dem Künstler Johann Georg Müller und habe in den letzten 10 Jahren, noch 15 Jahren, einige Ausstellungen von ihm mitveranstaltet und auch selbst veranstaltet in Koblenz und jetzt hier in Duisburg, dann in Ludwigshafen, um dem Künstler den Stellenwert zu geben, der ihm aufgrund seiner Qualität und seines Könnens gebührt. Und wie man hört, hat er sich den Weg in diese Richtung ja teilweise ein bisschen selber verbaut, weil er ja irgendwo sich von seinen Bildern ungern trennen wollte. Das stimmt. Aber in den 50er Jahren war er schon sehr bekannt. Wenn man sich das so überlegt, in der Landesbank Rheinland-Pfalz hängt das größte Bild von ihm. Man sagt, das ist 3x7 Meter. Er hat ausgestellt im Museum of Modern Art, er hat ausgestellt im Louvre, er hat in Luxemburg, in Frankreich, er hat überall ausgestellt. Er hatte in der Zeit einen hohen Stellenwert, nur mit seinem Tode oder mit seinem Alter und mit dem Tode riss das ziemlich abrupt ab. Was zeichnet ihn besonders aus? Bitte? Was zeichnet ihn besonders aus? Was ihn besonders auszeichnet, ist das Lichtschatten, diese Übergänge, die in allen seinen Bildern vorhanden sind, die mein Kollege, der Dr. Röber, auch beschrieben hat. Dieses von hell auf dunkel, diese Farbigkeit ins Schwarze, ins Anthrazit, das zeichnet ihn aus. Und jetzt merkt man bei ihm auch eine besondere Farbigkeit. Ja. Die Bilder sprechen einen teilweise schon allein aufgrund der Farben oder ziehen einen schon allein aufgrund der Farben an. Ja, das genauso. Okay. Jetzt habe ich auch festgestellt, dass der Künstler sehr weit gefächert seine Arbeiten angelegt hat. Es geht von einem Porträt, wie man beispielsweise das Porträt, was aus Zeiten des Zweiten Weltkriegs wohl stammt und wo er sehr genau in der Lage ist, also beispielsweise die Gesichter, die Schrecken der Zeit einzufangen, dann geht es hin bis ins völlig Abstrakte. Ja, nur das ist der Zeitgeist. Das ist der Zeitgeist, eine Modeerscheinung. Anfang der 60er Jahre wurden Maschinenbilder, wo er mit einer der ersten war, der Maschinenbilder in Deutschland gemalt hat. Modern. So ab 63, 64 hatte er seinen ureigenen Stil mit diesem Schlüsselbild Vision Kreta, was dort hinten hängt, gefunden und hat den dann auch bis zu seinem Tode beibehalten. Ja. Herr Scholzen, vielen Dank. Dafür kein Dank.